aus den Naturmaterialien selbst Waschmittel herzustellen. Haben wir eine natürliche Büroklammer. Und dann Kinnspang gefunden. Typischer Männerschnupfen, ne? Jetzt geht's einmal ans Schälen. Das ist einfach ein Traum. Mit der Umgebung hier. Spuren von Schaum. Richtig gut. Willkommen bei Natural Addicted. Ja. Heute ein etwas ruhigeres Video, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe heute vor, aus den Naturmaterialien selbst Waschmittel herzustellen. Ob mir das gelingt und ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dürft ihr nicht verpassen. Deswegen bleibt dran. Kastanien, die ich in diesem Beutel mitgenommen habe, die habe ich jetzt einfach vorher gesammelt. Und soweit ich weiß, enthalten diese Kastanien natürliche Seifenstoffe. Wir haben uns damals mal ein kleines Feuerchen machen. Grundsätzlich müsste man sie nicht schälen, man kann es natürlich auch so machen. Wenn man sie so verarbeitet und dann als Waschmittel herstellt, dann ist sie, glaube ich, nur für schwarze Wäsche oder zumindest sehr dunkle Wäsche geeignet. Aber man kann eben diese Haut abziehen und dann könnte man sie theoretisch auch für weiße Wäsche verwenden. Toll. Ich habe mir jetzt hier, währenddessen ich warte, habe ich mir in der Zwischenzeit schnell einen Kaffee gekocht. Den werde ich jetzt natürlich gleich genießen. Das Päckchen habe ich nur halb geleert. Wenn ich es in die Tasche stecke, wird das wahrscheinlich aufgehen. Deswegen habe ich mir jetzt Folgendes überlegt. Ich schaue mal, ob das funktioniert. Und zwar habe ich einen Ast in der Mitte ein bisschen aufgespalten. Ja. Und schon haben wir eine natürliche Büroklammer. Einfach irgendeinen Ast aufgeknackt und dann Kinnspang gefunden. Auch nicht schlecht, ja. Nehme ich auf jeden Fall mit nach Hause. Ja, vielleicht hört ihr es alle. Bin doch ein bisschen verschnupft. Geht jetzt auch schon fast über eine Woche. Ich trinke eigentlich vorwiegend Tee, aber wird momentan nicht besser, deswegen typischer Männerschnupfen, ne? Liegen alle flach nach einem Schnupfen. Aber mit Kaffee. So, ich würde sagen, jetzt ist das Ganze doch schon über eine halbe Stunde eingezogen. Die sehen auch schon ziemlich, ups. Einfach mit der Spitze rangehen, dann aufknacken. Naja, sie sind schon ein bisschen weicher. Ja. Zack. So, ich habe jetzt hier auch schon mein Gläschen vorbereitet. Da kommen dann die geschälten Kastanienstücke auch rein. Die werde ich dann noch ein bisschen klein hacken, damit sich die Seifenstoffe auch schön herausfiltern lassen. Aber jetzt geht es einmal ans Schälen. Das sind doch einige.
mag das Thema heute vielleicht nicht so spannend sein, das ist mir bewusst. Aber ich muss sagen, ich wollte das Ganze schon sehr lange ausprobieren. Und ich habe mir gedacht, ich nehme euch einfach dabei mit. Ja, ich muss sagen, auch wenn es nicht so rüberkommt, aber ich finde das einfach herrlich, hier zu sitzen in der Sonne, doch ein bisschen die Kälte zu spüren, dann einfach dieses Naturprodukt herzustellen. Das ist einfach ein Traum. Mit der Umgebung hier ist einfach der Wahnsinn. Ja. So, also ich habe das Granulat jetzt erstmal fertiggestellt. Das war jetzt doch schon ganz schön viel Arbeit, das klein zu schnipseln, ohne, wie man es in der Küche kennt, einen Häcksler oder so irgendwas, Mixer. Aber es sieht ganz okay aus. Ich werde das Ganze jetzt mal mit ein bisschen Wasser auffrischen und dann schauen wir mal, ob da die ersten Seifenlaugen schon entstehen. Schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob man es direkt erkennen kann, aber wie man hier sieht, nach nicht mal einer Minute entstehen hier oben schon die ersten Spuren von Schaum. Ich finde das gerade richtig cool. Also das war jetzt mit kaltem Wasser, ich glaube vielleicht mit wärmeren oder heißem Wasser wäre es vielleicht gleich etwas schneller gegangen. Aber nach nicht mal einer Minute, also ich bin begeistert. Schauen wir mal, jetzt warten wir mal ein bisschen ab und dann schüttle ich das nochmal gescheit durch, damit sich die Stoffe rauslösen können aus den Kastanienstücken. Und dann werden wir schauen, vielleicht haben wir dann unser erstes Waschmittel selbst hergestellt, Freunde. Es hat funktioniert, schaut euch das mal an. Hey, wie cool ist das? Ich bin gerade so begeistert, ich habe es jetzt sich fast 10 Minuten stehen lassen, ein bisschen durchgeschüttelt. Das ist ja Wahnsinn. Ich schwöre es euch, da ist nichts anderes drin, außer Kastanien und Wasser. Ich pack's nicht. Hey, das ist richtig cool. Boah, wie das riecht. Richtig gut. Also, leicht nussig oder... Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es riecht sehr frisch auf jeden Fall, ja. Also, ich glaube schon, dass man damit einiges waschen könnte, ja. Grundsätzlich, laut Angaben, die ich jetzt so gelesen habe, haltet das Ganze circa 2 Tage. Das heißt, 1 bis 2 Waschgänge sind damit auf jeden Fall möglich. Was man natürlich auch machen könnte, das habe ich jetzt hier nicht gemacht, ist dieses Granulat, also diese Kastanienstücke, die man da vorher geschnitten haben, auch noch in den Ofen zu packen oder in die Sonne zu legen, um sie zu trocknen. Dann würde das Ganze sicher länger halten und du könntest immer wieder ein bisschen was aus einer Box rausnehmen und dann mit Wasser vermengen. Sicher auch eine geile Idee. Ich habe jetzt nämlich hier noch mir gedacht, weil ich da doch einen etwas frischeren Duft haben möchte, auch wenn die Kastanie natürlich schon ausreichen würde, aber ich habe jetzt hier noch ein ätherisches Öl, und zwar Zitrone. Da tröpfle ich mir jetzt noch 1-2 Tröpfchen rein, damit das Ganze seinen leicht frischen, aber doch noch natürlichen Duft bekommt. Und das Coole daran ist einfach, das ist ein komplettes Naturprodukt. Komplett, also von Anfang bis Ende. Das heißt, biologisch abbaubar, gut für die Umwelt und auch gut für mich, weil ich nehme mal an, dass das Ganze für Allergiker vielleicht auch ein Thema sein könnte. Ich bin jetzt natürlich kein Arzt, möchte jetzt keine Empfehlungen aussprechen, aber ja, jetzt riecht es gut nach Zitrone. Ja, ich bin schon wirklich gespannt, wie das dann im Endeffekt funktioniert, beziehungsweise ob es die Wäsche wirklich sauber macht. Das Ganze seht ihr dann natürlich später. Ich werde das jetzt mal über Nacht zu Hause stehen lassen und dann probieren wir das gemeinsam aus bis zum Frischetest meiner Kleidung. Wir haben jetzt auch eine Nacht gewartet,
Das Ganze hat sich jetzt doch nochmal ein bisschen aufgeschäumt. Das habe ich jetzt aktuell schon durchgeschüttelt, damit die Seifenstoffe wieder rauskommen. Und jetzt werden wir das Ganze einfach mal waschen. Das finde ich spannend. Die riecht richtig gut. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Finde ich super. Ist zwar jetzt noch feucht, aber morgen dann, wenn es dann trocken ist, wenn es halbwegs so riecht wie jetzt. Daumen hoch. Ja, zum Abschluss, was soll ich dazu sagen? Ich bin wirklich extrem begeistert. Also ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, das Ganze auszuprobieren. Hat wirklich auch großen Spaß gemacht. Probiert das selbst aus, geht raus, macht solche kleinen Projekte, es macht wirklich Spaß, es entspannt auch extrem. Und ja, also es hat mir wirklich große Freude bereitet. Ja, wenn euch das Video trotz dessen es ein bisschen ruhiger war, ein bisschen entspannter war, gefallen hat, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen oder bitten sogar, einen Daumen hoch dazulassen, den Kanal, ganz wichtig, den Kanal abonnieren. Ja, ihr verpasst hier immer wieder gute Abenteuer und gute Gelegenheiten, etwas da dazu zu lernen mit mir. Und ich habe auch gesehen, leider Gottes sind noch über 70% meiner Zuschauer nicht beim Kanal dabei, deswegen einfach abonnieren und die Glocke drücken, dann verpasst ihr kein Video mehr. Und ich wünsche euch natürlich alles Gute, bis zum nächsten Mal, stay addicted, ciao, ciao.